Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum 8. Regionalanästhesie-Update der Firma Payung. Wir begrüßen Sie heute Abend und freuen uns, dass Sie wieder so zahlreich aus Deutschland, Schweiz und Österreich zugeschaltet haben. Wir widmen uns heute einem besonderen Thema, welches vor allem auch in den letzten Monaten stark in den Fokus gerückt ist, nämlich der Anästhesiepflege und den Abläufen rund um bzw. vor einer Punktion. Es warten auch jetzt schon in Berlin 4 Referenten darauf, ihr Wissen und ihre Erfahrungen diesbezüglich mit uns zu teilen. So freuen wir uns heute auf Vorträge und interessante Einblicke von Dr. Martin Franz und Björn Langhammer vom Klinikum Karlsdorf in Berlin und von Dr. Dirk Bernhard und Stefanie Natal von der Caritas Klinik in Pankow. Wie immer an dieser Stelle zunächst noch ein paar technische Hinweise, bevor wir dann nach Berlin schalten sozusagen. Sie befinden sich hier in einem Zoom-Webinar. Das bedeutet, Sie können weder Ihre Kamera noch Ihren Ton anschalten. Wenn Sie trotzdem, und das war den Referenten wichtig im Vorfeld zu diesem Webinar, bitte nutzen Sie diese Funktion ausgiebig. Wenn Sie mit den Referenten in Austausch treten wollen, beziehungsweise auch kommentieren wollen, zustimmen wollen, nutzen Sie dafür bitte die F&A-Funktion. Diese finden Sie in Ihrer Zoom-Kontrollleiste unter dem Punkt F&A. Dort können Sie jederzeit Ihre Fragen, Kommentare einstellen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie dies dann anonym tun. Dann haben wir auch mit dem Datenschutz kein Thema. Das Webinar wird aufgezeichnet und ist im Laufe der kommenden 10 Tage wie immer über unseren YouTube-Kanal abrufbar. Ich denke, genug meiner Worte, jetzt sollten wir loslegen und ich übergebe an Sie, Herr Dr. Martin Franz in Berlin. Ja, schönen guten Abend, Martin Franz aus Berlin. Kennen Sie das auch? Sie machen einen schönen Block und beispielsweise nehmen wir einen ganz normalen axillären Plexus-Block und dann wird Ihre Patientin operiert und Sie fahren die Patientin nach der Operation raus aus dem Saal und sie hat überhaupt keine Schmerzen. Keine Narkose bekommen, einfach nur einen ordentlichen Block. Das ist etwas, was mich seit 2003, da war ich junger Assistenzarzt, begeistert. Und dieses Feuer für Regionalanästhesie hat mich damals erfasst. Und das hält bis heute an. Und ich bin immer noch so begeistert davon. Dann kam ja irgendwann der Ultraschall dazu. Das war für mich persönlich so 2008 rum. Und dann hat das Ganze nochmal so einen Boost erfahren und die Begeisterung kannte keine Grenzen mehr. So habe ich auch den Dr. Bernhard kennengelernt auf einem Ultraschallkurs und wir sind bis heute mit unserem Lieblingsthema immer noch gut unterwegs zusammen. Und dann bin ich vor rund 5 Jahren Chef im Klinikum Karlsdorf geworden in der Anästhesie und Intensivmedizin und habe dort Björn Langhammer kennengelernt. Björn Langhammer ist der leitende Anästhesiepfleger in unserem OP. Und was mich an Björn so begeistert, sind zwei Dinge. Einmal ist es seine unglaubliche Freundlichkeit und seine Begeisterung auch für den Beruf. Ich glaube, da ähneln wir uns sehr. Und zum anderen ist es so, ich bin ja nun gekommen mit dieser Mission, Regionalanästhesie zu fördern und zu leben. Und Björn hat sich direkt eingefädelt und hat sofort begeistert mitgemacht. Und ich wusste ja schon, wie wichtig die Pflege ist. Bei den Blöcken, bei der Regionalanästhesie, wenn es flüssig laufen soll. Irgendwann merkt man das ja als Arzt, dass man nicht alleine ist. Und hier wurde das nochmal deutlich, wie wertvoll die Pflegekräfte sind. Auch Björn Langhammer als leitender Pfleger, der das wahnsinnig unterstützt hat. Und so freuen wir uns heute, dass wir doch einen flüssigen Laden haben. Und ich freue mich sehr, dass Björn Langhammer heute da ist und einen Vortrag vorbereitet hat und uns ein bisschen erzählt, wie es bei uns im Haus läuft. Und nutzen Sie doch, wie Herr Müller schon sagte, die Frage- und Antworten-Funktion und fragen Sie einfach munter drauf los oder kommentieren Sie auch. Was wir heute bringen, ist ja nicht ein Gesetz oder so muss es sein, sondern so läuft es bei uns. Und vielleicht ist was für Sie dabei, vielleicht haben Sie auch was für uns andere Teilnehmer. Das reicht, lieber Björn, auf geht's, wir freuen uns. Ja, vielen Dank für die Einleitung. In meiner Präsentation Herausforderungen abseits der Nadel möchte ich Ihnen die Regionalanästhesie aus Sicht der Pflege präsentieren.
Ganz kurz zum Klinikum Kaulsdorf. Das Krankenhaus Kaulsdorf wurde 1942 als Hilfslazarett errichtet. Im Jahr 2001 wurde es in die Vivantes-Gruppe übernommen. Wir sind heute ein Haus der Grund- und Regelversorgung und haben 8 medizinische Fachabteilungen. Einen externen Kreißsaal besitzen wir ebenfalls, in dem ca. 1000 Kinder das Licht der Welt erblicken. Anbei die Themenübersicht. Als erstes möchte ich Ihnen kurz den OP vorstellen, über unseren Routineablauf sprechen, 1 bis 2 Worte über das Verbrauchsmaterial erzählen, die Sedierung kurz erläutern, nicht zu vergessen die Personalsituation und die SOP-Regionalanästhesie sowie über den Schmerzdienst berichten. Was Sie hier sehen, ist der Lageplan von unserem OP. Wir haben 4 OP-Säle und einen externen Kreißsaal-OP. Der Patient kommt am dicken roten Pfeil zu erkennen über den Fahrstuhl zu uns in den OP und wird dort umgelagert. Hier ist schon die erste Herausforderung, dazu aber später mehr. Anhand der Pfeile sehen Sie einen Rundgang des Patienten, Rundgang in Anführungsstrichen, bis der Patient im Aufwachraum angekommen ist. Die Bedingungen im Aufwachraum bei uns sind sehr erschwerend. Die bauliche Situation ist sehr eng. Wir haben nur eine ganz kleine Durchfahrt für die Patienten. Insgesamt sehen Sie rechts unten, wir haben 5 Bettstellen, wobei 3 sehr eng aneinandergereiht sind und 2 Pseudo-Bettstellen. Das erschwert die ganze Situation. Dieser Bereich, der grün umrahmt ist, ist unser Dreh- und Angelpunkt, ganz einfach gesagt. Hier wird nicht nur umgelagert, sondern auch verlegt. An dieser Stelle müssen wir als Pflegepersonal relativ schnell Entscheidungen treffen. Nicht nur verlegt oder aufgenommen wird der Patient in diesem Bereich, sondern zusätzlich findet die Versorgung mit Verbrauchsmaterialien und die Müllentsorgung hier statt. Sie können sich vorstellen, wenn einer der Fahrstühle eingeschränkt funktioniert oder komplett ausfällt, ist das Chaos komplett vorprogrammiert. Aktuell haben wir Bauarbeiten bei uns im OP, da wir auf 8 Stellplätze uns gerne vergrößern möchten oder werden, da wir einen sehr hohen Patientendurchlauf haben. Ich komme jetzt zu unserem Routineablauf. Hier sehen Sie, dass wir beim Prämedizieren und Abrufen des Patienten mit einem Farbsystem arbeiten, um einfach für alle Transparenz zu schaffen. Zum Abrufen benutzen wir ein Logbuch. Was ist ein Logbuch? Ein Logbuch ist ein Programm, wo wir den Patientennamen, die Abholstelle bzw. die Abholzeit oder die Ankunftszeit speziell planen können. Der Patientenbegleitservice erhält eine Info auf sein Smartphone und bringt priorisiert den Patienten zu uns in den OP. Hier ist eine weitere Herausforderung, denn trotz organisierter Planung kann es auch hier zu Verzögerungen kommen. Die Checkliste kennen Sie sicherlich alle aus Ihrem Haus. Diese findet oben auf den Stationen statt. Dort wird geprüft, ob alle Dokumente vorhanden sind, ob das Armbändchen angelegt ist. Natürlich findet das auch vor dem Einschleusen der Patienten statt. Hier beginnt die nächste Herausforderung, denn regelmäßig stellen wir fest, dass doch die ein oder andere Unterschrift fehlt oder die Online-Checkliste nicht ausgefüllt ist, was wiederum Zeit kostet. Natürlich, wenn der Patient in dem Einleitungsraum angekommen ist, fragen wir nicht nur nach Namen und der richtigen Seite, sondern auch, ob das Armbändchen und alle Dokumente da sind, denn Patientensicherheit wird bei uns großgeschrieben. Wir benutzen bei uns in der Anästhesie einen eigenen Regionalanästhesiewagen. Hier sehen Sie die Medikamente, die wir aktuell verwenden. Auf der linken Seite sehen Sie unsere Stimulationskanülen und rechts die Kathetersets. Auf dem Wagen oben links befindet sich unsere Materialliste für die einzelnen Blöcke. Dazu komme ich etwas später detaillierter.
Unsere Verbrauchsmaterialien werden automatisiert mit einem Kartensystem bestellt. Die Verbrauchsmaterialien für die Regionalanästhesie bestelle ich ausschließlich manuell, um alle Bedarfe lückenlos zu füllen. Jeder Patient erhält nach dem Anschluss ans Monitoring vor der Punktion 5 bis 10 Mikrogramm Sufentanil, um ihm die Regionalanästhesie so angenehm wie möglich zu machen. Auf Wunsch des Patienten oder ärztlicher Indikation verwenden wir zusätzlich einen Propofol-Perfusor. Die Personalsituation ist immer ein ganz interessantes Thema. Bei uns im Klinikum Kaulsdorf haben wir tatsächlich den Luxus, dass wir im Pflegeteam ausreichend Personal haben, sodass es möglich ist, pro Saal eine Pflegekraft einzusetzen. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen können wir eine parallele Vorbereitung des nächsten Patienten gewährleisten, haben somit kurze Wechselzeiten, beziehungsweise ist es auch ein nicht unwichtiger wirtschaftlicher Punkt. Dieser Personalschlüssel ist nicht überall so gegeben. Umso mehr schätzen wir bei uns im Haus auch diese Situation oder in unserer Abteilung. Eine Hilfestellung ist für jeden jungen und erfahrenen Anästhesisten jederzeit durch unseren Oberarzt möglich. Deswegen können wir sagen, durch gut organisierte Prozesse schonen wir unser Personal, weil wir Stress vermeiden und damit dem Patienten einen angenehmen Aufenthalt bieten. Proaktive Gesprächsführung mit den Patienten ist besonders wichtig, finde ich, gerade wenn der Patient Angst haben sollte. In diesem Fall möchten wir Gebrauch von unserer Überzeugungskunst machen. Ich sage mit Absicht Überzeugungskunst, nicht Überredungskunst, denn wir möchten niemanden überreden. Die letzte Entscheidung liegt dennoch beim Patienten. Wie in jedem Team gibt es Mitarbeiter, die weniger an Regionalanästhesie interessiert sind. Unter anderem wäre es hier möglich, dass sich bei der Bestellung im Logbuch beispielsweise Zeit gelassen wird. Damit kommt es zum Zeitverzug und löst somit Zeitdruck beim Anästhesisten aus. Der Druck kann sich auf den Patienten widerspiegeln, der dann Zweifel, Unruhe oder sogar Angst bekommt. Das Ergebnis kennen wir alle, das ist die Vollnarkose. Unsere SOP Regionalanästhesie umfasst insgesamt 36 Seiten. Hier möchte ich Ihnen einen kleinen Ausschnitt in unsere Materialliste erlauben. Am Beispiel des axillären Blockes verwenden wir 30 ml Prilokain 1%ig. Unser entsprechendes Zubehör, unsere Stimulationskanüle, die wir festgelegt haben, beziehungsweise unser Katheterset. In diesem Fall ist es keine Herausforderung, sondern eher eine Vereinfachung für unser Personal, um so schnell und einfach, wie es geht, die Blöcke zusammenzustellen. Unser Schmerzdienst bzw. die Schmerzvisite beginnt ca. 15 Uhr vom diensthabenden Anästhesisten. Hier gibt es eine speziell von uns gepackte Tasche. Der Schmerzdienst druckt sich im Medling eine aktuelle Liste der Patienten aus und arbeitet diese systematisch ab. Auf der linken Seite sehen Sie einen kleinen Auszug aus dem Medling-Programm. Auf der rechten Seite unsere aktuell verwendeten Schmerzpumpen. Wir haben uns im Team so geeinigt, dass der ärztliche Dienst das Ziehen der Schmerzkatheter übernimmt, beziehungsweise das Wechsel der Ropivacain-Beutel und das Ganze dokumentiert. Die Aufgaben des pflegerischen Dienstes beinhaltet das Wechseln der Schmerzkassetten beziehungsweise das Auffüllen der Schmerzdiensttasche. In diesem Fall, finde ich, haben wir als Team eine faire Aufteilung gewählt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Herausforderungen abseits der Nadel näher bringen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, lieber Björn, vielen Dank. Ich habe jetzt bisher keine neuen Fragen gesehen. Björn blendet gerade unsere E-Mail-Adressen ein. Rechts oben sehen Sie die. Wenn Sie mal Lust haben, das näher kennenzulernen oder noch Rückfragen haben, können Sie da sich auch melden. Ansonsten, Herr Müller, denke ich fast, wenn jetzt erstmal keine Fragen sind, dann machen wir mit Team Pankow weiter oder was schlagen Sie vor? Korrekt, so machen wir es. Super. Einen wunderschönen guten Abend an alle Kolleginnen und Kollegen da draußen. Ich hoffe, man kann mich gut sehen und gut hören. Mein Name ist Dirk Bernhard. Ich arbeite in der Caritas-Klinik Pankow zusammen mit meiner wunderbaren Kollegin Stefanie Natal. Und ja, Martin, du hast es vorhin angesprochen, Infektion oder infiziert sein vom Regionalanästhesiefieber kann ich genauso nur so zurückgeben. Und zwar habe ich nochmal nachgeguckt, 2014 haben sich unsere Wege gekreuzt und auf einem Kurs von Dr. Martin Franz bin ich sozusagen mit dem Virus infiziert worden und habe mich damals dann unter der Zuhilfenahme meines damaligen Chefs rangemacht, die Regionalanästhesie bei uns am Haus zu etablieren. Und habe das bis zum heutigen Zeitpunkt unter anderem nur natürlich mit der Hilfe von Frau Natal und ihren Kolleginnen und Kollegen geschafft. Und deswegen geht heute auch meine ganze Motivation, mein Ansporn für dieses Webinar, für dieses Webinarthema auf die Probleme, die abseits der Nadel stattfinden. Und dass das nicht unbedingt immer Probleme sind, sondern Herausforderungen, das hat mir die Vergangenheit gezeigt und ich hoffe auch, dass das die Zukunft mit zeigen wird. Ich möchte ganz gerne jetzt in den nächsten 15 bis 20 Minuten versuchen, Ihnen einfach ein Bild darüber zu geben, wie man diese Sachen abseits der Nadel, diese Problemchen klären kann und ein paar Lösungsvorschläge dazu geben. Wunderbar. Also ich beginne nochmal von vorne, aber nicht mit allem, was ich gesagt habe. Dirk Bernhard, mein Name, zusammen mit Stefanie Natal. Und ich möchte mich den Problemen abseits der Nadel widmen, denn wie vieles im Leben funktioniert alles nur im Team. Und genauso wie die Regionalanästhesie, mit der mich Dr. Franz 2014 im Klinikum Westend damals noch angesteckt hat, habe ich immer und stets versucht, Regionalanästhesie in der Caritas-Klinik Pankow, in dem ich seit 2012 arbeite, im Team umzusetzen und nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Wobei ich ganz großen Wert darauf lege, dass das Team niemals nur aus einer Pflegekraft und einem Arzt besteht, sondern, und ich glaube, darüber sind wir uns hoffentlich alle einig, immer auch dem Patienten, dem Funktionsdienst und der Ärztin oder dem Arzt. Also wir sind immer ein Dreierteam. Und ohne Patient kann man keine Regionalanästhesie machen. Ohne Funktionsdienst kann ich keine Regionalanästhesie machen. Und ja, wenn der Arzt fehlt, ist eine Regionalanästhesie auch ziemlich schwer durchzuführen. Das heißt, das Team, dieses Dreierteam, das brauchen wir. Und da möchte ich eben heute primär den mittleren Punkt, sprich den Funktionsdienst, hervorheben, warum ich es so wichtig finde, dass wir da alle interagieren. Das Troubleshooting, das heißt das Problem lösen, bevor die Nadel die Haut passiert, das ist sozusagen genau das Thema, was ich hier mit Ihnen heute beleuchten möchte. Und bevor die Nadel die Haut passiert, gibt es jede Menge Sachen, die passieren. Erstens mal, was passiert jetzt im Moment? Ich will Ihnen erst mal sagen, wie es bei uns aussieht. Björn Langermar hat ja schon ein bisschen was zum Vivantes-Klinikum Kaulsdorf erzählt. Ich darf mit Fug und Recht behaupten, dass die Kliniken Kaulsdorf und die Caritas-Klinik Maria Heimsuchung ungefähr in der Größe gleich sind, ungefähr die gleiche Bettenanzahl haben. Ich weiß nicht, ob wir ungefähr die gleichen Operationszahlen haben, aber ich kann unsere Zahlen jetzt einfach mal präsentieren. Wir leisten zwischen 4.500 und 4.700 Narkosen pro Jahr. Davon natürlich ein Großteil Regionalanästhesie. Wir besetzen einen Aufwachraum mit 6 Plätzen, der, wie Sie sehen können, so ein langgezogener Schlauch ist. Das ist ein großer Luxus, den wir natürlich haben. 6 Plätze sind auf jeden Fall ausreichend für dieses Operationspensum. Und wir verfügen über 2 wunderschöne Ultraschallgeräte, wovon eins im Operationssaal steht und eins auf der Intensivstation. Und in guten Zeiten brauchen wir sogar beide Geräte im OP-Trakt, damit wir die Flut an Regionalanästhesie bewältigen können. Das sage ich nicht ganz ohne Stolz. Und bevor wir überhaupt anfangen können, bevor die Nadel die Haut passiert, das ist das, worauf ich hinaus will, passieren so viele Dinge. Und ich glaube, dass ich behaupten darf, dass die nicht im Lehrbuch stehen. Das steht nicht im Lehrbuch, dass der Patient erstmal bestellt werden muss. Björn Langermar hat das eben super schön dargestellt, dass das elektronisch funktioniert mit einem elektronischen Bestellsystem, was dann auf ein Smartphone des Bestellers raufgeht. Das gibt es bei uns in der Caritas-Klinik nicht. Wir haben noch das gute alte Telefon und rufen auf einer zentralen Nummer an und da haben wir dann eine Stationsassistentin.
Und diese Stationsassistentin, die bedient unter Umständen auch bei 3 Stationen. Und von 3 Stationen Patienten zu bringen in 3 OP-Säle kann ganz schön anstrengend sein. Wie anstrengend das sein kann, das würde ich ganz gern in den nächsten Minuten Ihnen auch zeigen. Die Entgegennahme und die Lagerung des Patienten. Bei uns ist es die Anästhesiepflege, die das macht. In anderen Häusern ist es vielleicht ein Lagerungspfleger oder wer auch immer. Aber auch das muss gemacht werden. Also bevor die Nadel die Haut passiert, müssen wir den Patienten bestellen. Wir müssen ihn entgegennehmen, wir müssen ihn lagern. Stellen Sie sich vor, es ist jemand mit einer Fraktur. Jemand mit einer Fraktur hat Schmerzen oder er hat Angst. Oder halt beides. Auch das muss man wertschätzen, beziehungsweise da muss man mit umgehen. Die Verbringung in die Einleitung, wenn Sie denn einen Weg haben von der Patientenschleuse in die Einleitung, das muss ja auch jemand machen, da muss jemand hinfahren. Und wie wir alle sicherlich wissen, steht auf so einem OP-Trakt und Gang auch mal was rum. Da stehen Lafetten im Weg oder der Putzwagen steht rum. Das heißt, da muss man auch schon so ein bisschen navigieren. Das nimmt Zeit in Anspruch, Zeit, die wir brauchen, um Regionalanästhesie zu machen. Eine Flexüle, eine Infusionskanüle, eine Kanüle, was auch immer, das muss ja erstmal gelegt werden. Die Standards, die Basisstandards in der Regionalanästhesie, das heißt das Basismonitoring, nichtinvasiver Blutdruck, die Pulsoximetrie und das EKG, genauso wie die Infusionskanüle, die wir ja durchaus brauchen, um Infusionstherapie oder eine gewisse Sedierung zu machen, das muss gemacht werden. Und stellen Sie sich vor, der Patient hat keine guten Venen, hat er schlecht getrunken oder hat generell einen schlechten Venenstatus, ist sehr adipös. Das dauert, das kostet Zeit. Ne? Die Hardware, das heißt also die harte Ware, die Nadeln, die Lokalanästhetika, die Spritzen, die 3-Wege-Hähne, was sie alles brauchen, das muss ja erstmal bereitgestellt werden, muss aus Schränken rausgeräumt werden. Das Aufziehen der Lokalanästhetika, das muss auch erstmal gewährleistet sein, wenn es nicht schon längst geschehen ist. Die Analgosedierung, wenn man denn eine möchte, muss erstmal aufgezogen werden. Die Propofol-Spritze, das Opiat, was aus dem BTM-Tresor herausgeholt werden muss. Vielleicht hat der oder diejenige gerade den BTM-Schlüssel nicht und muss erstmal den Kollegen, die Kollegin organisieren, die den BTM-Schlüssel besitzt. Dann muss das Ganze noch dokumentiert werden, wann der Patient eingetroffen ist. Das passiert bei uns analog mit einem Kugelschreiber auf einem Anästhesieprotokoll. Und dann steht auch noch die soziale Interaktion, wie Björn Langhammer vorhin sagte, der ängstliche Patient oder eventuell der unausgeschlafene Kollege oder die unausgeschlafene Kollegin, die soziale Interaktion, die zwischen allen Beteiligten, dem Patient, der Anästhesiefunktionsdienst und dem Anästhesisten, der Anästhesistin funktioniert. Also da passieren viele Dinge, die erstmal erledigt werden müssen, abgearbeitet werden müssen, die erstmal bereinigt werden müssen, bevor die Nadel die Haut passiert. Und das ist mir ein großes Anliegen, das zu betonen, weil das steht in keinem Lehrbuch. Und in der heutigen Zeit, das wissen Sie alle, das schätzen Sie alle und wahrscheinlich werden Sie jetzt vielleicht oder hoffentlich nicken, liegt denn das PCR-Ergebnis eines aktuellen Covid-Tests vor? Ne? Also jeder Patient, der in den OP-Trakt kommt, braucht ja heutzutage einen Covid-Test. Der Ablauf bei uns ist, dass die Leute in der Sprechstunde einen Covid-PCR bekommen und bevor sie in den OP-Trakt verbracht werden, einen Covid-Schnelltest, einen Antigen-Schnelltest. Der muss erstmal gemacht werden. Sowas dauert unter Umständen 15 Minuten. Der muss ja verlesen werden, also ausgelesen werden. Das muss eingetragen werden, nachvollziehbar eingetragen werden. Ohne negatives Schnelltestergebnis darf kein Patient in unserem OP kommen. Was passiert, wenn der Schnelltest positiv ist? Ne? Dann haben sie ein richtig dickes Problem. Und haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Ergebnisse auch überprüft? Oder hat man eben mal schnell Wischi-Wischi gemacht in der Nase, hat aber nicht abgewartet, ob auf dem Covid-Schnelltest jetzt die Balken erscheinen oder nicht erscheinen? Das sind Sachen, die dauern. Und das passiert alles, bevor die Nadel die Haut passiert. Ja, wir Anästhesisten sind da ziemlich cool. Ne? Wir checken die Gerinnungswerte und wenn der Patient da ist, machen wir einen kleinen Scan. Vielleicht markieren wir die Haut oder machen einen flotten Spruch. Desinfizieren, decken ab, machen Lokalanästhesie und dann passiert vielleicht die Nadel die Haut. Warum habe ich Ihnen das alles jetzt aufgeführt? Ich will einfach nur zeigen, dass der Anästhesiefunktionsdienst aus meiner Sicht, so wie ich, die Regionalanästhesie von der Pike auf in meinem Haus aufbauen durfte, hat eine sehr große Rolle, spielt eine extrem große Rolle. Eine extrem große Rolle. Genauso wie der Transporter. Das ist jetzt ein Filmplakat für den Film The Transporter mit Jason Statham, ein sehr sympathischer junger Mann, der sehr schnell ist und auch sehr viele Sachen kann und auch unter anderem kann auch transportieren. Wenn wir den hätten in Caritas Klinik Pankow, sage ich Ihnen, dann würden wir wahrscheinlich pro Tag 20 Axplex machen. Den habe ich aber nicht. Ich habe in Anführungsstrichen die Leute bei mir, die mir Patienten bringen und
um das Thema nochmal aufzugreifen, der Transport, der Patiententransport. Also wir bestellen analog per Telefon bei einer Stationsassistentin. Und wir haben insgesamt 6 Stationen. Ich habe jetzt hier einfach mal 3 OP-Säle aufgeführt. So ungefähr ist im Moment unser aktuelles OP-Programm. Und Sie sehen also ein buntes Sammelsurium auf der linken Seite aus allgemeinchirurgischen Punkten, Hernioplastiken, Cholezystektomien. Im OP-Saal 2 ein buntes Sammelsurium aus gynäkologischen Operationen und im OP-Saal Nummer 3 auf der rechten Seite ein Sammelsurium aus traumatologischen Operationen. Und wenn Sie sagen, ja, das sieht ja eigentlich übersichtlich aus, machbar und planbar und durchaus durchführbar. Jetzt sage ich Ihnen mal, wo die ganzen Patienten herkommen. Die kommen nämlich ziemlich oft und ziemlich viel von einer einzigen Station. Im OP-Saal 1 kommen die Patienten alle von der Station 4. Das ist unsere gemischte chirurgisch-gynäkologische Station. Genauso aber wie alle gynäkologischen Patientinnen dieses Tages auch von der Station 4 kommen. Die Station 5, unsere traumatologische Station, ist davon erstmal nicht betroffen. Aber Sie sehen schon, wenn Sie sich den OP-Saal 1 und Saal 2 angucken, das ist ein richtiges Gerenne. Und es gibt eine einzige Stationsassistentin, die alle diese Patienten bringt und aus dem Aufwachraum wieder abholt. Ja, das ist immer, der Transport geht ja in beide Richtungen. Und wir haben den großen Luxus, dass diese Stationsassistentin sich um viele Dinge kümmert, um den Transport in die Schleuse, die Abholung aus dem Aufwachraum, die Covid-Schnelltests. Und daneben kümmert sich die Kollegin aber auch um die Aufnahmen, um die Entlassungen und um so viele andere Sachen mehr. Das bedeutet, auch dort haben wir einen Funktionsdienst, der uns unglaublich viel Arbeit abnimmt, der uns zuarbeitet. Und das ist mir so wichtig, das zu betonen, dass bevor die Nadel die Haut passieren kann, passieren so viele Dinge. Und die sollten wir nicht nur wertschätzen, dessen sollten wir uns bewusst sein. Ich denke und ich hoffe, dass Martin Franz mir da recht gibt, dass wir für eine stressfreie oder stressarme Plexusanästhesie einen Mindestvorlauf von 30 bis 45 Minuten haben sollten, damit wir alle diese Prozesse, die ich gerade aufgeführt habe, adäquat mit einem gewissen Zeitpuffer von allen Beteiligten durchführen lassen können und trotzdem einen tollen Tag haben und eine gute Medizin mit einer guten Patientenversorgung gewährleisten können. Also mein Credo wäre 30 bis 45 Minuten Vorlaufzeit für eine Plexusanästhesie einplanen. Das bedeutet natürlich auch zeitnahes Bestellen, zeitnahes Vorbereiten und berücksichtigen, welche Ressourcen man zur Verfügung hat. Apropos Ressourcen. Die Ressource, die Björn Langhammer vorhin gesagt hat, beziehungsweise präsentiert hat, ist den vergleichbar mit unseren Ressourcen. Denn auch wir bevorraten Material und Medikamente, und zwar in ausreichender Anzahl. Wir haben immer eine Mindestanzahl von Material und Medikamenten in unseren Schränken, dass es nicht zu dem Fakt kommt, dass wir irgendwann den Schrank aufmachen und sagen, ups, es ist Montagmorgen, am Freitag wurde alles verbraucht, es ist vergessen worden aufzufüllen, Bestellungen kommen erst Mittwoch. Wir können die gesamten Tage über keine Regionalanästhesie machen. Das muss bevorratet werden. Es muss auch ein zweites Ultraschallgerät da sein, wenn das eine mal kaputt geht. Das hatte ich Ihnen ja gesagt, unser Plan B ist ein Ultraschallgerät auf der Intensivstation. Es muss auch fachkundiges Personal vor Ort sein, denn wenn zum Beispiel Schwester Stefanie nicht da ist und andere Kolleginnen und Kollegen da sind, die nicht so affin sind mit Regionalanästhesie, dann macht es auch Stress. Das macht allen Beteiligten Stress, weil man Arbeitsprozesse, die man sonst flüssig mit allen Beteiligten durchführen kann, eben etwas unflüssiger durchführt. Und da ruckelt es und hakt es auch mal. Und das führt zu Verzögerungen, die wir ja leider nicht haben. Denn Zeit ist ja der Feind einer flüssigen Regionalanästhesie. Und ich frage Sie jetzt einfach mal als Advocatus Diaboli oder Advocatus Diabolus, wer kümmert sich denn um die ganzen Sachen? Wer bevorratet denn Material, Medikamente? Wer besorgt mir denn das zweite Ultraschallgerät? Und wer hat denn die Fachkunde? Das ist der Funktionsdienst. Diese Frage taucht übrigens gleich nochmal auf. Und zwar, das ist ein kurzer Ausblick in unsere Schränke, etwas größer, etwas mehr mit so einem Schubladensystem. Ich habe im linken Bild den kompletten Schrank mit allen notwendigen Sachen für die Regional- und Allgemeinanästhesie auf der rechten Seite des Schrankes, also im rechten Schrankfach. Die ganzen Fächer sind rein regional anästhesiologisch. Im mittleren Bild sehen Sie unsere Schmerzkatheter und da hinten diese grünen Päckchen sind Regionalanästhesie-Sets, die wir uns speziell haben packen lassen, damit man bei Plexuskatheteranlagen alles in einem Set gepackt hat, also Katheter und Abdeckfolie, Ultraschallfolie und was es nicht alles gibt. Das ganz rechte Foto, ebenfalls nochmal eine andere Schublade, wo wir unsere Schmerzpumpen, unsere Naropin-Bags, unsere separaten Verbände nochmal haben.
Und auch wieder die Frage, wer kümmert sich denn darum, dass die Schubläden immer so voll sind? Das ist der Funktionsdienst. Und dafür bin ich unendlich dankbar, dass es jemanden gibt, der die Schubläden aufmacht, reinguckt und wenn eine Zahl unterschritten wird, die auch wieder auffüllt. Wer kümmert sich darum? Das ist unser Funktionsdienst. Ich möchte einen kleinen Schwenker machen und zwar möchte ich jetzt genauso wie vorhin im Klinikum Karlsruhe von Björn Langer mal angesprochen, die Standards hochpreisen. Ich habe dazu das Filmplakat von James Dean hervorgeholt, sehr guter alter Film, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sollte bei uns eigentlich nicht der Fall sein. Wir sollten jederzeit wissen, was wir tun. Wir sollten wissen, was wir machen und zwar jederzeit, bei jedem Patienten, für jeden Block. Und deswegen plädiere auch ich, und das halte ich kurz, weil das in ausreichender Anzahl schon im ersten Vortrag erwähnt worden ist. Ich bin sehr für Standards, für Standard Operating Procedures oder für Arbeitsanweisungen, wo ganz klar festgelegt ist, welcher Arbeitsablauf getätigt wird, damit die Verfahren, die wir durchführen, eben kein Freestyle-Verfahren ist. Also jeder macht es irgendwie und irgendwie wird es auch schon klappen, sondern man verwandelt Freestyle in Routine. Das heißt, ein festes Ablaufschema, welche Nadel, für welchen Plexus, mit welchen Medikamenten. Und da geht es natürlich auch darum, dass die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen die Standards vorleben und nicht, weil sie es können, vom Standard abweichen. Genauso wie die Definierung und Aufgaben und eine faire Arbeitsteilung gehören für mich dazu, es auch vorzuleben. Denn wann immer ich junge Kolleginnen und Kollegen in die Regionalanästhesie einführe, muss ich denen ja zeigen, wie ich mir das Ganze bei ihnen vorstelle. Also einen Fahrplan in die Hand geben. Deswegen mein Plädoyer, auch wie Martin Franz und Björn Langhammer das in Karlsruhe auf hervorragende Art und Weise gelöst haben, etablieren von Standards und feste Arbeitsschemata festlegen, damit jeder weiß, jederzeit, wohin die Reise geht. Das sind übrigens so, es ist eine Seite unseres Standards, wo man jetzt schon sehen kann, wir haben das absichtlich gemacht, wir haben mal aufgeteilt, was sind denn die Aufgaben der Pflegekraft und was sind die Aufgaben der Ärztin, des Arztes. Das heißt also, ganz wichtig finde ich immer, das Telefon abzugeben. Ja? Weil es gibt nichts Nervigeres als das klingelnde Telefon in der Tasche, während man mit der Nadel gerade dabei ist, den Nerven anzupunktieren beziehungsweise den Nerven anzunavigieren. Das ist ein Auszug, wie so ein Standard aussehen kann. Da gibt es sicherlich viele Beispiele. Und ich wollte Ihnen einfach mal zeigen, wir haben solche Standards in der Regionalanästhesie, in der Traumatologie und haben da auch eine gewisse Teilung geschafft, dass jeder weiß, was er sozusagen zu tun hat. Das sind übrigens fließende Übergänge, genauso wie ein Arzt und eine Ärztin in der Lage sein muss, eine Sprühdesinfektion durchzuführen und eine Applikafolie herauszulegen. Muss genauso gut eine Pflegekraft durchaus mal in der Lage sein, eine Sprühdesinfektion zu machen und das Lochtuch aufzukleben. Also es sind fließende Übergänge, die wir hier zwischen den Standards sicherlich haben, aber im Grunde genommen halten wir uns alle in unseren Arbeitsbereichen auf und wissen, was wir zu tun haben, bevor die Nadel die Haut passiert. Also eine ganz klare Arbeitsteilung. Zu guter Letzt, denn ich habe jetzt 18 Minuten gesprochen, damit wir noch genug Zeit für Fragen und Antworten haben, möchte ich Ihnen ganz gerne noch ein Modell ans Herz legen, was mir sehr viel bedeutet, und zwar das Modell von Schulz von Thun. Das ist ein Kommunikationswissenschaftler aus Hamburg, der 1981 das Kommunikationsquadrat aufgebracht hat. Da geht es um Senden und Empfangen. Das ist, glaube ich, nichts Neues. Es geht aber darum, dass man mit verschiedenen Schnäbeln senden kann und mit verschiedenen Ohren empfangen kann. Also es ist schon ein Unterschied, ob man zum Beispiel sagt, das war ein toller Tag. Oder man sagt, na, das war aber heute ein toller Tag. Oder Mann, das war aber ein toller Tag. Sie merken schon anhand der Betonung des Satzes, alleine können Sie es unterschiedlich ausdrücken. Sie können das Ganze als Beziehungsinhalt, als Sachinhalt, als Kundgabe oder als Appell an denjenigen richten. Genauso kann das Gegenüber, der Gegenüber, die Gegenüber mit verschiedenen Ohren zuhören. Wenn man sich ein bisschen länger kennt, das wissen Sie, das weiß ich, dann kann man sicherlich einschätzen, wie was gemeint ist. Aber ich glaube, man sollte immer davon ausgehen, dass man normal, offen und freundlich miteinander umgeht und vor allem, dass in der Mitte dieses Quadrates, das habe ich jetzt nicht mit eingearbeitet, weil ich Ihre Aufmerksamkeit in der letzten 30 Sekunden des Vortrags noch herausfordern möchte, stellen Sie sich vor, in der Mitte des Quadrates liegt der Patient, liegt genau zwischen dem Sender und dem Empfänger. Alles, was wir miteinander kommunizieren, kriegt derjenige mit, denn wir machen ja schließlich Regionalanästhesie. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und appelliere nochmal an Sie. Sie haben außergewöhnliche Persönlichkeiten im Funktionsdienst, die Ihnen so viel Arbeit abnehmen, die Ihnen so viel zuarbeiten und die Ihnen
so viele Probleme erleichtern können, bevor Ihre Nadel die Haut des Patienten passiert. Und ich hoffe, dass ich mit meinem Vortrag erreichen konnte, dass wir nicht nur auf dem Balkon stehen und applaudieren, sondern unserem Pflegedienst, unserem Funktionsdienst einfach mal den Respekt entgegenbringen, den er verdient. Und freue mich auf eine rege Diskussion unter der Beteiligung von Stefanie Natal. Vielen Dank. Ja, großartig. Wir hatten uns als zwei Teams so ein bisschen abgesprochen vorher, wer was macht, und gesehen, dass wir nicht so alle das Gleiche erzählen. Insofern hat das, glaube ich, ganz gut gepasst. Es gibt jetzt zwei Fragen hier im Chat oder bei Fragen antworten, und ich glaube, die können wir alle vier ganz gut beantworten. Zunächst mal aber, Dirk, wollte ich das bestätigen, was du gesagt hast. Du sagst ja so 30 bis 45 Minuten Vorlaufzeit. Meinst du damit das Auslösen der Bestellung oder meinst du damit, da sollte die Patientin angekommen sein in der Einleitung? Also ich denke, die Patientin sollte dann schon in der Einleitung angekommen sein. Das, weil die 30 Minuten, wenn man alles sortieren muss, bevor unsere Nadel das Hautniveau passiert, 30 Minuten realistische Zeit. Ja, genau. Und dann kommen noch die Transportzeit dazu und dann sind wir ganz schnell mal bei locker eine Stunde oder vielleicht sogar noch früher bestellen. Ne? Ja. Das macht echt eine Menge aus. Das ist eben diese Organisation. Hier gibt es eine Frage, die heißt, wie sedieren Sie grundsätzlich während verschiedenen OPs in Regionalanästhesie? Nur IV oder mit Maske, Tubus, Spontanatmung, maschinelle Unterstützung? Wie sieht es aus in Pankow? Ja, wenn ich mal antworten darf, wir machen beides sozusagen. Wir können einfach nur die regionale machen und wir haben noch so ganz, ganz tolle Kassettenplayer, dass die Patienten dann Musik hören können, wenn sie das möchten. Oder wir packen tatsächlich nochmal einen Propofol-Perfuser dazu oder aber auch eine Vollnarkose mit Tubus oder auch Lama, je nachdem, wie es gewünscht ist, wie es passt. Also ganz individuell. Ich weiß nicht, wie es bei euch dann ist. Ja, sehr schön, Björn. Das ist ähnlich bei uns. Man muss ja fairerweise sagen, es hängt auch ein bisschen davon ab, was wir jetzt gerade operieren. Wenn die Regionale völlig ausreicht, dann brauchen wir außer Sufenta nichts mehr. Sollte die so ein bisschen weniger halten, dann nutzen wir natürlich noch den Propofol-Perfusor beziehungsweise auch mal eine Maskenbeatmung. Ja. Ansonsten genau. Nehmen wir natürlich auch die Vollnarkose im allerschlimmsten Fall. Aber wir wollen das natürlich vermeiden. Ich sage mal so, ne, die Standardsedierung ist bei uns, also jetzt mal über einen groben Kamm geschert, so 10 Mikrogramm Sufenta für den Standardpatienten, so als einfach zum Runterkommen, Nadelpeaks nicht so doll spüren, insgesamt entspannen. Ich denke, da machen wir bessere Erfahrungen mit als zum Beispiel jetzt mit Midazolam, wo die Patienten ja teilweise unterschiedlich reagieren, gerade die Älteren. Mit Sufenta ist das dann eher stabiler, ruhiger sozusagen. Und dann gibt es sicher Ausnahmen, wo wir mal was anderes benutzen oder genau ein bisschen Propofölchen dazu. Und wir machen standardmäßig Fascia-Iliaca-Compartment-Blöcke. Die machen wir schon in Narkose. Das sind so unsere Standardblöcke für Hüftfrakturen oder Hüfttaps, weil die Nadel da am empfindlichen Leistengebieten einigermaßen langen Weg durch den Körper nimmt bei der Technik, die wir benutzen. Und da ist kein Nerv in direkter Nähe. Das ist ja eben ein Kompartimentblock. Und insofern haben wir gesagt, da ersparen wir den Leuten das und machen das in Narkose. Und ansonsten, Regionalanästhesie in Narkose ist ja seit einigen Jahren liberalisiert und bei guter Begründung sagt ja unsere Fachgesellschaft, dass wir das durchaus machen können. Aber eben bei guter Begründung, und ich finde das ganz gut, dass man nicht unnötig ein Sicherheitsrisiko eingeht, sondern sich das gut überlegt und mit Fingerspitzengefühl macht. Ne? Ja, wie sieht's aus? Hier gibt es noch jemand, der fragt, wie überlappen Sie bei regionaler Sedierung und bei maschineller Beatmung eine Anästhesiefachperson und einen Anästhesist für OP in regionaler im Saal und in der Einleitung? Fragezeichen. Also ich verstehe das so, wir haben im Saal eine Narkose zu laufen, sei es eine Beatmung tatsächlich oder eben nur eine Regionalanästhesie, und dann wollen wir draußen
einen Blog machen. Ne? Ich hoffe, das habe ich richtig verstanden. Wie macht ihr das, Dirk und Stefan, hier in Pankow? Bei uns ist es so, wir haben einen anästhesiologischen Hausdienst, der unterstützend dann mit in den Saal kommt. Oder wir haben den OP-Koordinator, der meistens ja dann Herr Bernard ist, der winkt der dann da mit gerade dazu kommt und entweder Hilfestellung gibt oder dann halt den Katheter oder Block dann selber sticht und der andere Anästhesist, je nachdem, dann im Saal die Narkose weiterführt. Und wenn tatsächlich manchmal drin im Saal dann auch eine Regionale ist, kann es auch schon sein, dass eine Pflegekraft sich in den Saal mitsetzt und den Patienten betreut und dann wir draußen dann zu zweit den Katheter oder den nächsten Block dann zusammen vorbereiten und legen. Ja, ich denke, das ist auch so bei uns. Ne? Björn hat es ja richtig schon gesagt, wir haben das nicht, dass also wir noch jemanden in den OP holen können für sowas. Also sag mal, für Notfälle geht das sicherlich, aber jetzt nicht für so Überlappungen. Aber wir haben in der Regel, wenn nicht die Welt zusammengebrochen ist, freien Oberarzt, der dann entsprechend als dritte Person kommt und ja, entweder die Ausbildung macht oder sich dann in den Saal stellt und die Assistenzärzte draußen machen lässt. Ne? Wir haben in der Frage und Antwort noch eine sehr interessante Frage, ob wir denn Naropin mit Dexamethason mischen würden. Ich würde mal aus Pankow kurz berichten, also das machen wir nicht. Also wir führen jetzt keine zusätzlichen Stoffe diesen Lokalanästhetika zu, aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist aus meiner Sicht die Datenlage nicht so 100% eindeutig bezüglich der ganzen Zusatzstoffe, die man dazusetzen kann. Zum Zweiten ist es so, dass ich ja durchaus eine gewisse Erholung möchte nach einer Regionalanästhesie, vor allem wenn ich einen Single-Shot-Block mache. Und wenn man einen Patienten mal gesprochen hat, der sagt, ich hatte 12 Stunden lang nach einem Axillärplexus einen tauben Arm, ich habe mir richtig Sorgen gemacht, ob der jemals wieder aufwacht, mein Arm, dann fragt man sich dann doch schon, ob man denn durch den Zusatz solcher Substanzen die Wirksamkeit seiner Lokalanästhetika noch weiter nach hinten verlagern muss, ob das zwangsweise wirklich notwendig ist. Und ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich Cortisonpräparate in Gelenke oder Nervennähe haben möchte, weil ich mir über die dortigen Wirkungen nicht wirklich so schlüssig bin. Also aus meiner Sicht, aus Pankow, kann ich sagen, wir nutzen keinen Dexamethason-Zusatz für Naropin. Wie ist es bei euch, Martin? Genau, geht uns auch so. Also ich erlebe einen Trend, dass wir so ein bisschen wegkommen, wie du schon auch gerade gesagt hast, von sehr lang wirksamer Regionalanästhesie oder vielleicht sogar von Katheterregionalanästhesie eben hin zu kurzen Blöcken mit kurzer Wirkdauer, ne, weil genau die Patienten doch, glaube ich, sich ja einfach beschweren über diese lange Taubheit, ne, und dann immer die Predigt, aber sie haben dann keine Schmerzen, das ist die beste Schmerztherapie. Ja, das ist richtig, aber also meine Erfahrung ist, das wird dann trotzdem irgendwie als unangenehm empfunden. Also sodass wir eigentlich zwei Themen haben. Für kurze Blöcke oder für kurze Eingriffe brauchen wir kein Dexamethason. Da sind wir ja eher damit beschäftigt, noch kürzer wirksame Lokalanästhetika einzuführen. Ich denke jetzt zum Beispiel an das Chloroprokain für periphere Blockaden, was ja vielleicht nur so 45 Minuten wirkt. Ne? Man denke mal an so einen Karpaltunnel-OP, keine großen Schmerzen, kurzer Eingriff. Warum soll da der Arm für 4 Stunden lahm sein? Aber das andere Thema ist ja, was machen wir denn, wenn wir zum Beispiel eine Knie-Tap haben und jetzt finden diese ganze Katheterisiererei, wollen wir nicht haben. Wir wollen lieber dann aber schon langwirksame Lokalanästhetika. Und da kommt dann, glaube ich, das Dexamethason schon wieder eher zum Tragen. Ne? Also wir benutzen Katheter nach wie vor bei Knie-Tap. Insofern haben wir das Thema noch nicht. Und am Ende machen wir es wie in Pankow. Ja. Ja, dann kommt hier noch eine Frage, wie leiten Sie Regionalanästhesie im Saal aus? Björn, vielleicht erzählen Sie mal, allein als Arzt oder auch als Anästhesiefunktionsdienst allein oder immer zu zweit? Also zu 98-99% immer zu zweit. Ja, also wobei Regionalanästhesie, ne? Ich hätte jetzt schon gesagt, ich sag mal, wenn da so ein Axplex, ach so, ja. Ne, wenn da ein Axplex liegt, dann fährt man den schon alleine raus. Und ich glaube auch als Anästhesiefunktionsdienst auch. Also wenn jetzt
beispielsweise die Ärztin in der Einleitung ist, gerade mit einem neuen Block oder vielleicht schon die Narkose eingeleitet, dann würde auch der Funktionsdienst alleine rausfahren. Also mal ganz ehrlich, beim Patienten, der seit einer Stunde mit dem axillären Plexus rumliegt, in Anführungsstrichen, völlig stabil ist, keine große Aufregung, also finde ich jetzt nicht, dass der dann noch zu zweit rausgefahren werden muss. Ne? Oder, ja, Panko? Wir haben noch eine Frage, Martin, und zwar nochmal die Nachfrage nach einem Zusatz. Und zwar, wie ist es denn mit Natriumbicarbonat? Setzt du das den Lokalanästhetiker zu? Gibt es da für dich eine Indikation? Ich bin jetzt auch nicht mehr, ist zu lange her. Ich habe mich damit früher beschäftigt, mit dem Natriumbicarbonat, weil ich das in Oberammergau erlebt habe. Da haben die das gemacht, denn das ist ja eine der Wiegen der Regionalanästhesie bei der Frau Dr. Meyer damals. Und jedes Mischen und Zumischen von irgendwelchen Substanzen, sei es Dexameter, also Natriumbicarbonat oder Clonidin, ist ja immer auch ein Kontaminationsthema dann. Und ich persönlich, das ist aber vielleicht eine philosophische Frage mehr, ich persönlich erkenne jetzt nicht so das Nutzen-Risiko-Verhältnis finde ich nicht so gut bei dem, dass man sagt, Mensch, ich mische jetzt noch dies oder das dazu, gewinne dadurch vielleicht eine Stunde länger Blockade, habe aber den Prozess verkompliziert und damit zum Beispiel eben die Kontaminationsrate vielleicht erhöht und oder auch überhaupt den Prozess verkompliziert und dadurch länger gemacht. Ich mag das immer ganz gern, wenn wir unkompliziert arbeiten, weil ich glaube, das ist am Ende führt es zu mehr Erfolg, als wenn wir die Sachen umständlich machen. Das sehe ich genauso. Also in Pankow führen wir keine Durchmischung von Lokalanästhetika und irgendwelchen Co-Analgetika durch. Ich weiß, dass es da mehrere Publikationen zu gibt, aber auch da ist die Datenlage nicht so, dass man jetzt den des Weisheitsletzter Schluss aus diesem einen Paper ziehen konnte. Da darf ich mich zur Abwechslung mal auf wirkliche Leitlinien und die S1-Leitlinie Regionalanästhesie auch unseres Fachverbandes beziehen. Letztendlich haben wir alle eine gewisse therapeutische Freiheit, aber wir müssen uns darüber bewusst sein, dass therapeutische Freiheit auch therapeutische Verantwortung bedeutet. Denn wenn man etwas zusetzt und der Patient davon Schaden nimmt, wie zum Beispiel einen dauerhaften Schaden am Nerven oder im Gewebe oder was auch immer, dann handelt man sozusagen in so einer Art Grauzone. Und ich glaube, darüber müssen wir uns immer bewusst sein. Deswegen ist mein Credo, und wie gesagt, ich habe die Regionalanästhesie von Martin Franz gelernt, komme aus der gleichen Schule und bin seit 2012, 2014 bis heute ganz gut damit gefahren, dass ich mich an die Durchmischung von verschiedenen Lokalanästhetika bei einem Patienten, also bei uns ist es die Mischung Prilokain und Naropin, an die halte ich mich und damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich mische generell nichts in Lokalanästhetika hinein und ich verändere zum Beispiel auch nicht die Dosierung. Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die das Naropin halbieren, also 0,375%iges Naropin sich herstellen mit Kochsalz. Also auch davon bin ich nicht so ganz begeistert, greife ich vielleicht jetzt ein bisschen auf eine Frage vor, weil auch da ich mir nicht wirklich sicher bin, ob ich mit meinem Gemisch auch wirklich die Konzentration treffe, so wie es eigentlich sein soll, wenn man einen aus der Apotheke oder einen aus einem Pharmabetrieb befindliches Medikament erhält. Also ich nehme die Sachen ganz gerne aus der Verpackung, so wie sie mir geliefert werden, mit den galenischen Informationen von einem pharmakologischen Fachbetrieb, wende sie an und bin bisher nicht enttäuscht worden. Eine Durchmischung, da sehe ich im Moment keinen wirklich nachvollziehbaren Grund. Ich hätte einen, wir haben, wie gesagt, bei dem kommen wir nochmal zu diesem Fascia Iliaca Compartment Block, da benutzen wir 40 Milliliter, um eben dieses Compartment unter der Fascia Iliaca gut aufzufüllen. Und da wollen wir nicht mit unserem sonst standardmäßigen 5%igen Ropi arbeiten, weil das dann doch vielleicht ein bisschen viel ist. Und da mischen wir das tatsächlich 1:1 mit Kochsalz, um genau auf diese 0,375 zu kommen. Insofern jetzt dann inkonsequent, weil das ja auch wieder kontaminationsträchtig ist, ist halt eine Abwägungsfrage. Ich glaube, Björn, es ist der einzige Block, wo wir das machen. Ne? Sonst haben wir das nicht. Und in dem Fall machen wir das. Sag mal hier, das ist jetzt was für alle vier zum Beantworten, persönlichen Beantworten.
Was würden Sie sich vom Industrieaußendienst wünschen bzw. erwarten? Eine interessante Frage. Was spontane Termine, Produktvorstellungen oder die Partnerschaft generell betrifft, einmal von ärztlicher, aber auch von Pflegeseite. Frau Natal, wie sieht's aus? Ich überlege gerade, kann das mal jemand anders antworten? Ich muss kurz überlegen. Genau, oder Dirk, fängst du an. Ich finde, das ist ein ganz interessantes Thema. Darüber kann man ein eigenes Webinar machen, vielleicht nicht, nicht beim Thema Regionalanästhesie, aber ich glaube, wir können ja mal ein kurzes Statement abgeben. Also ich sage mal so, spontaner Termin ist für mich ein Oxymoron. Also entweder ich komme spontan oder ich habe einen Termin. Und ein spontanes Vorbeikommen beinhaltet ja immer, dass man aus seinen Arbeitsprozessen herausgelöst wird. Und das ist auch ein Problem, bevor die Nadel in die Haut passiert. Denn wenn ich mir jetzt erstmal durch eine Produktvorstellung oder durch was anderes gebunden bin, kann ich weder parallele Regionale machen, noch meine Assistenten anleiten, noch irgendwas. Also wenn ich gefragt werden würde und vom Industrieaußendienst, was ich mir wünschen würde, ist es, dass man, wenn man einen Produktwunsch hat oder wenn ein Produkt vorgestellt werden soll, dass man einen gemeinsamen Termin vereinbart zu einer festen Uhrzeit mit einem Zeitfenster. Was die Produktvorstellung angeht, sollte man das Produkt sicherlich beihaben. Also im Moment kratze ich an der Tür eines Herstellers für kabellose Ultraschallköpfe, die über Bluetooth-Technik sozusagen das Bild auf ein Tablet übertragen, damit wir dieses kabellos sind, über das man entweder rüberfährt oder stolpert. Und was Partnerschaften angeht, naja, Martin, ich würde mal sagen, du und ich haben mit einer Partnerschaft mit dem einen oder anderen ja bisher ganz gute Erfahrungen gemacht. Also finde ich nicht schlimm. Okay, wie sieht's aus, Björn? Haben Sie da aus pflegerischer Sicht? Ich bin immer interessiert an neuen Produkten und sehe das ähnlich gerne mit Terminen und hör mir das gerne an und wir können dann im Team gemeinsam oder mit unserem Chef und Oberarzt überlegen, interessiert uns das oder interessiert uns das nicht, brauchen wir das und wägen dann ab, beziehungsweise klären das auch mit unserem zentralen Einkauf, wie das überhaupt zu steuern ist. Ja, das ist ein ganz guter Punkt auch mit dem zentralen Einkauf, ne? Da kann man ja auch nicht machen, was man will. Stefanie, können Sie gerade? Ja, genau. Nee, ich würde noch mal sagen, wie gerade das Björn gesagt hat, dass man das mit der Pflege vielleicht wirklich auch mal zusammen macht. Oft ist ja so, dass die Firmen kommen, sich den Ärzten vorstellen und meistens dann der Chef oder Oberarzt sich das anguckt, dass man vielleicht einfach auch so gewisse Handling-Übungssachen einfach auch mit der Pflege zusammen dann einfach mal macht, so einen Termin. Das fände ich ganz schön. Das kommt, glaube ich, immer oft zu kurz. Gibt es da bestimmte Bereiche, Steffi, wo du sagst, das fällt mehr in den Bereich Funktionsdienst als in den ärztlichen Bereich, wo du sagen würdest, das ist auf jeden Fall was, wo der Funktionsdienst eindeutig jetzt schon mehr Einfluss hat und mehr Ahnung? Nee, ich glaube, wir arbeiten da ja wirklich ganz gut Hand in Hand. Es ist manchmal einfach so Kleinigkeiten, dass man guckt, wie, welche Katheter machen vielleicht anders Sinn, welche Nadeln sind nochmal, dass man einfach guckt, oder wie sind die Sets gepackt? Welche Sets machen denn für uns Sinn? Was ist einfach einfacher zum Handeln? Das finde ich einfach, dass man da einfach mal so ein bisschen zusammen überlegen kann. Ja, gute Zusammenfassung. Also wir fassen zusammen, die Pflegekräfte wünschen sich mit einbezogen zu werden, wenn Produktvorstellungen, neue Sachen eingeführt werden. Dann muss ich sagen, habe ich in den letzten Jahren auch nicht ganz so toll gemacht. Björn, mache ich dann ab jetzt besser. Und das andere gilt für mich genauso, wie Kollege Bernhard es gerade gesagt hat. Also spontan vorbeikommen geht nicht. Das ist im OP nicht möglich und auch auf der Intensivstation nicht. Ich finde das immer witzig, wenn dann da jemand steht und sagt, kann ich mal zur Oberärztin? Und ich denke so, ja, was glauben Sie denn, was die gerade macht? Also die kann doch jetzt nicht da eine halbe Stunde Gespräche führen. Allerdings ist die Industrie, sind unsere Partner auf jeden Fall. Und wir arbeiten ja nun mal mit den Produkten und ohne sie könnten wir gar nicht handeln. Und natürlich ist das auch ein schwieriges Thema, ne? Wie eng bin ich denn mit der Industrie zusammen und wohin gehen irgendwelche Gelder und sowas? Also ich persönlich, mir ist eine reine Weste und ein guter Ruf sehr, sehr viel wert und Unabhängigkeit. Und insofern versuche ich dann einen guten Mittelweg zu finden, ne? Dass man schon nah miteinander arbeitet, das aber auch dann irgendwo seine Grenzen hat. Ja, jetzt geht es nochmal praktisch.
verwendet ihr Naropin 0,5% für die Spinalanästhesie? Also wir nicht, wir nehmen Bupi 0,5%, ISO oder Hyperbar. Wie ist bei euch? Wir haben zwei verschiedene Lokalanästhetika. Zum einen haben wir hyperbares Prelokain, das Tacipril, für alle Eingriffe mit einer Eingriffsdauer unter 60 Minuten und hyperbares Bupivacain, wobei wir im Kreissaal dann noch Sufent dazu setzen und bei Nicht-Kreißsaal-Einsatz dann eben kein Sufent dazu setzen. Aber sehe ich jetzt, also haben wir bei uns nicht für einen. Also ich sehe schon, unsere Häuser ähneln sich nicht nur von der Struktur, sondern auch von den Medikamenten offensichtlich ziemlich gut. Auch vom Humor, mein Lieber, auch vom Humor. Humor geht auch, genau, so ist genau. Es. Dann schieße ich gleich mal zurück, Martin. Sag mal, ihr habt vorgestellt, postoperative Schmerzdienst, wird das denn nur vom Anästhesisten gemacht oder gibt es auch eine Pain Nurse, die einmal am Tag bei euch visitiert? Ja, und ihr Part. Die Pain Nurse haben wir in dem Fall nicht. Da sind wir noch dran, jemanden zu finden, der sich vielleicht bereit erklärt, die Ausbildung zu machen. An sich haben wir es noch nicht bei uns implementiert. Also es macht tatsächlich nur der ärztliche Dienst die Schmerzvisite und wir arbeiten mit dem Schmerzdienst im Team einfach zusammen, sodass wir ihn unterstützen. Aber eine reine Pain Nurse gibt es bei uns nicht. Wobei noch wir nicht. Sehr... Ja, bitte? Noch nicht. Ja, sehr gut. Wir genießen sehr, dass unser Funktionsdienst sich aber um die IV-PCAs kümmert. Jetzt nicht Thema von heute, aber das ist schon großartig. Und einmal am Tag ist es bei uns. Und rund um die Uhr natürlich dann, wenn es Probleme gibt, dann werden wir angerufen und dann geht jemand hin. Aber wir haben es jetzt nicht, dass es also morgens und nachmittags beispielsweise ist, wie ich es auch aus dem Altenhaus kenne. Also die Manpower kriegen wir nicht hin. Also für Pankow ist es so, dass wir einen Schmerzdienst haben, der morgens und nachmittags die Visite macht. Es gibt eine Schmerzkatheterliste, die wird ausgedruckt und zweimal am Tag sollen wir visitieren. Laut unserem Controlling ist es notwendig, um eine postoperative Schmerztherapie adäquat abrechnen zu dürfen. Das ist meine letzte Information. Eine Pain Nurse ist sicherlich eine finanzielle Herausforderung, weil die Ausbildung auch ein paar tausend Euro kostet. Und wenn ich mal überlege, wie schwer es ist, alleine schon die A&I-Ausbildung für unser Pflegepersonal zu bekommen, dann ist die Pain Nurse ganz, ganz weit weg. Wünschen tun wir es, glaube ich, alle. Aber Steffi, sehe ich das falsch oder schildere ich das falsch? Genau, richtig. Ist genau so. Also ich glaube, wir reden da wirklich von Ausbildungskosten von, ich glaube, 10.000 Euro oder irgendwas. Ne? Und es gibt sicherlich auch Sachen, die man sicherlich auch pflegerisch delegieren kann. Also ich denke da zum Beispiel an die typischen Spritzenwechsel im Kreißsaal. Wir haben solche Infusionspumpen, wo eine patientenkontrollierte Analgesie über so einen Druckknopf von der Schwangeren, wenn eine PDA gelegt worden ist, gemacht werden kann. Das wird dann durchaus vom Funktionsdienst mit übernommen. In den meisten Fällen gebären die Frauen, bevor die Spritze alle ist. Das ist jedenfalls unser erklärtes Ziel. Aber das jetzt... dass der Funktionsdienst rausgeht auf die Station und dort visitiert, das ist komplett bei uns in herzlicher Hand. Das ist aber auch historisch gewachsen. Hm. Ja, ich bin auch immer, wenn ich dann selten mal, es ist ja nicht so häufig, ne, aber mal höre irgendwie, wir haben eine Pain Nurse und die geht dann immer durch und macht das alles alleine und ist super ausgebildet und holt nur den ärztlichen Dienst dazu, wenn es irgendwie mal nötig ist und so. Also denke ich, wisst ihr überhaupt, was ihr da habt, welchen Luxus, ja. Da sind wir wohl noch am Träumen und Arbeiten dran. So, wie lange lasst ihr eure Femoralis-Katheter bei Knie-Taps liegen? Pankow, ich würde mal sagen, wir kommen dann auch langsam zum Ende mit dieser Frage, da wir, glaube ich, 20 Uhr so als Endpunkt hatten. Mhm. Aber den machen wir noch. Den machen wir noch. Also in Pankow ist es so, dass wir die durchschnittliche Katheterlage liegt bei Minimum 24 Stunden. Und spätestens am fünften postoperativen Tag kommt er raus. Das liegt aber auch daran, dass die Patienten dann schon entlassen werden, weil wir sehr fixe Operateure haben und die schnell mobilisieren. Und dass die Patienten meistens am dritten Tag schon so schmerzarm, beschmerzfrei sind, dass das mit einem normalen Nicht-Opiat gut zu handeln ist. Mhm. Ja, genau. Wir haben auch Oxycodon in der Regel dazu, so 2x10 Milligramm am Tag. Und wir legen Saphenus-Katheter für die Knie-Taps und die liegen, ich sage jetzt mal, zwei,
zwei Tage, vielleicht mal drei, aber vielleicht auch mal nur einen Tag genau. Ich sage mal so im Durchschnitt zwei Tage lang. Ne? Das ist dann eben auch immer dieser Kompromiss zwischen, naja, schöne Schmerztherapie, aber irgendwie ist dann irgendwann dieser Schlauch lästig. Und dann haben auch interessanterweise die Pflegekräfte auf den Stationen darauf keine Lust mehr. Und ja, deswegen sind da so zwei Tage. Und das ist vielleicht ja auch aus medizinischer Sicht gar nicht so schlecht, wenn es nicht so lange ist, damit es ja immer diese Balance zwischen Schmerztherapie und Mobilisation, die ja auch ganz wichtig ist, dass das ganz gut geht. Ja. Vielleicht noch ein abschließender Kommentar. Bei uns im Haus haben wir einen Gastoperateur, der Hemi-Taps einbaut, also so Hemi-Schlitten, was natürlich das Operationsfeld ziemlich klein hält, was den Schmerzmittelbedarf verkleinert und wo auch durchaus ein Single-Shot ausreicht und nicht zwangsweise einen Katheter nach sich zieht. Also wir arbeiten sowohl mit Single-Shot als auch mit Katheterverfahren, hauptsächlich das Nervus saphenus natürlich, um auch die Sturzgefahr zu minimieren wie bei euch. Aber dadurch, dass unsere Operateure teilweise Hemischlitten einbauen, brauchen wir teilweise nur Single-Shots und reichen erstaunlicherweise den Patienten auch aus. Die haben relativ geringen Schmerzmittelbedarf. Das ist ja toll. Ja, Hemischlitten, okay. Das heißt, ihr macht es also gar nicht bei allen. Ne? Ihr differenziert das dann. Genau, genau. Ja. Und teilweise, es wurde noch ein bisschen experimentiert mit diesen LIAs, also mit diesen Lokalanästhetika-Infiltrationen ins Gelenk. Also ich spinne mal rum, wo man das neue Gelenk in Lokalanästhetika ersauft hat, also da Massen an Lokalanästhetika ins Gelenk gespritzt hat. Hat sich Gott sei Dank bei uns im Haus nicht bewährt, gab auch ein paar Komplikationen dadurch, dass man jetzt wieder an die Regionalanästhesie guckt und das wird bei uns gefordert und gefördert. Ja, also liebe Kolleginnen und Kollegen, mir persönlich hat es viel Spaß gemacht. Ich meine, kein Wunder, eine Stunde Regionalanästhesie ist immer eine gute Stunde. Bedanke mich ganz herzlich nochmal bei vor allem Björn, der das hier übernommen hat, unser Vorgehen vorzustellen und an die Zusammenarbeit mit unseren beiden Pankowern. Und ja, lieber Herr Müller, vielen Dank auch an Sie für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Und damit sind Sie wieder am Start. Wunderbar, großartig. Vielen Dank, liebe Berliner Referenten. Ich liebe Ihr Oxymoron, Dr. Bernhard. Ja, deswegen durchbreche ich jetzt einfach die kreischende Stille dieses Webinars. Ich möchte Sie, liebe Zuschauer, noch kurz bitten, dran zu bleiben. Sie haben schon länger gesehen den Hinweis auf unser nächstes Webinar. Das findet statt am 5. Juli. Unser monatliches Regionalanästhesie-Update, wie Sie wissen, jeden ersten Montag im Monat um 19 Uhr. Am 5. Juli dann mit Privatdozent Dr. Thomas Wiesmann aus Marburg zum Thema weg vom klassischen Femoralis-Block hin zu einer etwas mehr distaleren Variante, sowie mit Herrn Ivan Ercek aus Hessisch-Lichtenau, der uns Neues zum In-Plane-Block des Plexus axillaris erzählen wird. Darüber hinaus haben wir noch ganz kurzfristig wieder ins Programm genommen, einen sogenannten Refresher-Kurs. Und zwar am 23. Juni findet der schon statt, also ist schon sehr bald, in knapp 14 Tagen. Zu Grundlagen der peridualen Anästhesie, Anatomie, Physiologie und Pharmakologie. Die Registrierungslinks hierzu finden Sie wie üblich auf unserer Payung Homepage, die sich im Übrigen seit kurzem einer neuen, frischen, zeitgemäßen Aufmachung erfreut. Also wir laden Sie deshalb auch gerne ein, auf unserer Homepage mal zu verweilen, vorbeizuschauen und die neuen Inhalte auch kennenzulernen. Die Links für die Webinars finden Sie dann unter Marketing Logbuch. Sie sehen den Link auch nochmal unten hier auf der Folie eingeblendet. Ja, wir bedanken uns jetzt für Ihr Dabeisein, wünschen Ihnen eine gute Zeit und würden uns freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei wären. Ich starte jetzt noch kurz die Umfrage für die Bewertung. Vielen Dank.